Hallo, ich mache mit euch heute das erste Workout zum Thema Boxen. Wir werden heute nur Grundtechniken machen, ganz locker am Boxsack, bisschen warm machen vorher, Boxsack, so dass ihr locker reinkommt für draußen. Ich wünsche euch viel Spaß bei dem Workout und wir fangen auch direkt an. Ich möchte einmal mit Ellenbogenkreisen möchte ich anfangen. Das heißt, wir arbeiten vorne raus, Arme auf. Arme aufdrehen und aufdrehen, aufdrehen, aufdrehen. Auf der Seite, aufdrehen, aufdrehen. Auf geht's. Jeder für sich, machen wir 3 Minuten, machen wir auch zusammen. Machen wir nur einmal an. Und los geht's. Ja, 1, 2. Schön locker arbeiten, ne? Warm machen. Ellenbogen bleiben dabei eng. Ja? Ellenbogen bleiben eng. Ja? Am besten schon in der Auslage stehen. Ja? Ein bisschen auf die Beine dabei bewegen, damit wir ein bisschen locker werden. Ja? Ein bisschen ja, auf den Schultergürtel, ruhig mit dem Schultergürtel ein bisschen mitarbeiten. Ja? Noch gar nicht schnell werden und dann schön locker rausarbeiten. Ja, schön locker rausarbeiten. Ja. Relativ viel Bewegung im Ellenbogen, aus der Schulter schlagen. Schön easy. Thank you.
schütteln. Machen wir mal einen Schultergürtel ein bisschen lockerer. Das heißt, ich möchte gerne einmal beide Arme nach oben und diese Weg einmal gegensätzlich nach der Seite. Wieder einmal gegensätzlich auf. Und jetzt mal einmal die Hütchen und was muss. Meistens der Muskel, dementsprechend ist es nicht schlimm, dafür ist es knack. Arme nochmal ausschütteln, machen wir gleich auf die andere Richtung. Ein bisschen noch warten, ein bisschen ausschütteln. 5 Sekunden noch, dann machen wir die andere. Schon mal die Arme hochnehmen. Oh, das ist Wahnsinn. Auch hier machen wir eine Minute. Sehr schön. Wir machen noch einmal schnell vorne beim Heber, den wir auch dazu gehen wir einmal nach unten, unten nach vorne einschieben. Unten ist gerade, hier sollte die Spannung sein. Dann brauchen wir eine Minute.
mal ein bisschen ausschütteln. So, wir fangen grundlegend an. Wir werden mit geraden Haken heute arbeiten, weil wirklich alles grundlegend zusammen. Länge wird es machen. Also wir werden wenig Fischbelastung machen, aber relativ viel am Boxsack arbeiten. Wir fangen locker an. Also ich möchte als erste Übung sich nur gerade. Gerade könnt ihr verschiedene Bücher, also verschiedene Höhen schlagen. Ob ihr jetzt hier oben schlagt, hier unten schlagt, ja. Ob wir doppelt einschlagen, ne? Unten, oben doppelt. Ja. Arbeite schön locker auf. Ja. Mit den, ich sag mal, verschiedenen Mühlen. Auch mal um den Boxer, wenn wir gleich sehen, um den Boxer könnt ihr rumarbeiten. Na ja, draußen genug Platz. Machen wir zusammen. Wir fangen an in 3, 2, 1. Und los geht's. Locken drei Minuten. Schön locker. Rumarbeiten auch mal. Auflösen die Bewegung. Ja, komm. Ruhig auch mal rausgehen, bisschen durchatmen, ja, arbeiten. Ja. Hände sind oben, ja, auch mal um den Boxsack zu arbeiten. Ja, schön locker, ja, schön locker schlagen. Ab. Ja, rumarbeiten. Hände bleiben oben. Schön easy. Auflösen mal wieder zwischendurch. Sekunden noch. Nochmal rumarbeiten. Schön lang bleiben dabei. Schön lang raus bleiben. Und einmal ausschütteln, ganz easy. Jetzt haben wir den linken Arm gemacht, rechter Arm, machen wir das gleiche Spiel. Schön, dass der Schultergürtel warm wird. Ja, dabei wechseln wir aber bitte die Auslage. Ja? Aber bei mir jetzt, ja, normalerweise wäre ich links vorne, jetzt bin ich rechts vorne. Da wechseln wir hin die Auslage. Ganz easy. Geht los in 3, 2, 1 und los geht's. Ab. Ab. Und dann wieder rumarbeiten. Schön locker. Hände gehen auf den Kopf zurück. Up.
arbeiten, nicht so viel Pausen dazwischen machen. Schön locker. Verändern von oben nach unten, ja, dass ich 1, 2 komme oder unten anfange, ja. Oh,
Und dann ausschütteln. Dann ausschütteln. Gleich werden wir einmal die Auslage wechseln. Das heißt, links ist nicht mehr vorne, rechts ist jetzt bei mir vorne. Gleiches Spiel. Mit mindestens einem Zweierkontakt, also eine Führhand und eine Schlaghand. Wobei jetzt eure Schlaghand auch die Führhand ist. Ja? Auch da locker reinarbeiten. Denkt an rumrum bewegen. Ihr könnt verschiedene Winkel schlagen. Auf geht's. Verschiedene Winkel.
1, 20 haben wir noch. Sekunden.
vorne. Ganz locker. Wer möchte jetzt mal eben was trinken? Ja. Eben die Trinkflasche schnappen und was trinken. Jetzt sollte jeder spritzen. Ich schwitze auf jeden Fall. Aber nicht so ein T-Shirt, aber was? 50 Sekunden machen wir noch. Habt ihr noch Zeit zum Relaxen? Gleich neben dir, ja, der Führhaken, Schlager. Jetzt, Körperhaken, oben gehe ich nochmal aus und Koffer, ja, da ist von der anderen Seite, wir haben 1, 2, Körperhaken, Kopf, Koffer, ja, also zwischen die beiden Haken setzen wir jeweils noch, ja, setzen wir jeweils noch eine Gerade. Jetzt mal hier was nochmal korrigieren. So. Dann würde ich sagen, 10 Sekunden, fangen wir an. Und los geht's. Ja? Führschlagern, 1, 2, 3. Jawohl. Ja? 1, 2, 3. Ja. Ihr seht, der muss sich nicht wild bewegen, der Boxsack. Da geht mir mehr. Da ja, um die Koordination des Schlags, dass eine, ja, eine Bewegung drin ist. Ja? Also nicht 1, 2, sondern wirklich schön eine lockere Bewegung. Ja, schön locker. 1, 2, 3. Ja. Aber noch, fängt an locker zu arbeiten, aber nicht so hart. Schön locker rumarbeiten. Eine Minute noch. Und ausschütteln.
bisschen ausschütteln. Wir werden gleich die Geschichte andersrum machen, nur mit 3 Grad. Ja, so dass wir mit rechts dann die Haken schlagen können. Das heißt, wir haben 1, 2, wir haben 3, 4, oben gerade, unten. Ja, dann zügig, dann 1, 2, 3, 1, 2, 3. Dann haben wir aber zu sehen. 2, 3. Ja, schlag die so locker, wie es geht. Ja, damit sich der Boxer nicht so versetzt. Würde ich sagen, 15 Sekunden geht los. Und los geht's. Ja. 3 Stück. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ja. Schön los. Ja. Wir beginnen 1, 2 und der Low-Kick kommt raus. Denkt dran, auch die Arme sind oben, wenn ich einen Low-Kick trete. Ja? Fangen wir auch direkt an. 2, 1 und los geht's. 2, ja? Low.
Ja. Stehen, ein, Lock. Ganz locker. Ja, eins, zwei, boom. Ganz easy. Ja, noch nicht mit Härte oder, ne? Da muss der Boxer sich weit bewegen, geht nur um die Bewegung, ja? Weil ich sage, eins, zwei, komm noch. Ja, zwei, komm noch. Ganz locker, ja? Zwei, ja. Der Weg kann schneller schlagen, dass ich hier oben sage, aha, jetzt komme ich raus. Ja? Zwei Minuten noch, schön locker durcharbeiten. Nochmal die Seite wechseln, das läuft mir der Boxer weg. Ihr seht, selbst wenn ich jetzt relativ neu arbeite, also leicht arbeite, bewegt sich trotzdem der Boxer. Sieht man, wie viel Bruch der Schienenband hat. Ja? Auf geht's. Noch die andere Seite. Eine Minute. Was taktisch vielleicht auch klüger ist in dem Moment. Ja. 30 Sekunden habt ihr noch, ich erkläre schon die nächste Übung. Wir haben gleiche Übung mit 3 Graden, dann den Low-Kick. Ja. Das heißt, wir haben 1, 2, 3, Low-Kick, rechts, arbeitet einmal aus. Ja. Auch hier 1, 2, 3, ich drehe auf den vorderen Fuß, ja, und arbeite einmal in den Boxen. Ja. 10 Sekunden habt ihr noch. Und los geht's. Ja, ja, 1, 2, 3, Lock. Ja, 1, 2, 3, Lock. Edge. Ja, guck mal an. Super. Ja, 1, 2, 3, Lock. Schön locker rausarbeiten. 2, Lock. 2, Lock. Müsst ihr auch mal die Seite wechseln, so wie ich, weil er zu weit an die Wand oder bei euch zu weit an die Matte gerutscht, weil der Mattenrand gerutscht ist. Ja, ganz locker. Ja, 1, 2, 3. Lock. 1, 2, 3. Und lock. Ja, 2, 3. Und lock. Ja, 2, 3. Und lock.
hier rutscht die sehr. Ja, locker durcharbeiten. Denkt daran, auch die sind lang, wenn die Folge der Low-Kick ist. Ja? Also ich fange nicht an, gerade wenn jetzt die Arme müde werden, ne, fange ich an kürzer zu werden. Das macht ihr bitte nicht, sondern ihr bleibt schön lang. 1, 2, 3, rüber. Schön lang, 1, 2, 3, rüber. Ja? Locker arbeiten, geht auf die andere Seite. Minute 15 übrigens noch. Ja, also 1, 2, 3, rüber. Eine Übung machen wir noch ein bisschen was für die Beine. Ja, und dann machen wir noch ein bisschen Gymnastik zum Abschluss. So, ich hätte gerne Push-Kick getreten. Ja, Ferse trifft. Ist mir wichtig, ja? Das trifft den Push-Kick, die Ferse trifft. Ja, schön noch, ja? Bumm, Ferse trifft. Anderes Bein, bumm, Ferse trifft. Das ist so ein bisschen wie Gymnastik, ja? Ich habe also locker raus, bumm, Ferse trifft. Locker raus, bumm, Ferse. Ja, bumm, Ferse. Ungefähr Bauchhöhe von mir selber. Das wäre gut. Ja. 15 Sekündchen Pause habt ihr noch. Dann machen wir noch die Übung, dann noch ein bisschen, wie gesagt, Gymnastik. 10 Sekunden noch. Und los geht's. Ja. Links und rechts. Schön locker raus, bumm, ja, arbeiten, bumm. Einfach nur mal, um in die Bewegung zu kommen. Bumm, locker raus. Hände sind Kampfstellung, so also oben. Ja, arbeite, bumm. Ja, geh raus, bumm. Ja, bumm. Ja. Wenn das gut läuft, braucht ihr nicht mehr ablegen, sondern eher, ja, die Schlagsätze, bumm. Ja, andere Seite, bumm. Steh, bumm. Bumm. Wenn ihr wollt, mal zweimal. Ihr sagt eins, zwei. Ja, schön locker. Raussetzen, hoch. Sehr schön. Schön locker durcharbeiten. Ja? Bumm. 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 Keine 2 Minuten mehr. Ja, jetzt haben wir wieder viel Hüftbeuger, den werden wir gleich wieder aufgehen. Eine Minute noch. Schön locker raus.
Schön locker. Ne? Schön locker. Schön locker raus. 30 Sekunden sind es noch. Schön locker rausarbeiten. Und Päuschen. Alles gut. Wir dehnen direkt noch mal ein bisschen auf. Man merkt jetzt ein bisschen merken, den Hüftbeugern, also hier oben, den Beinheber. Ja, den dehnen wir direkt auf. Gehen noch mal wie am Anfang auf ein Knie. Und drücken die Hüfte nach vorne, sodass ich tatsächlich auch hier vorne Hüftbeuger, also die Leiste, spüre. Die halten wir jetzt noch einen Moment. Fuß ist hinten abgelegt. Halten wir jetzt noch 30 Sekunden die Seite, dann nehmen wir die andere. Ab ein bisschen wieder runterbringen, sollte an der Stelle atmen. 15 Sekunden noch halten. 10 Sekunden noch. Wir nehmen einmal den Rücken, den wir dehnen, wo wir gerade, wenn ihr eine Matte habt, ja, einmal in die Knie, Arme nach vorne und einmal aufdehnen. Das geht auch auf den Boxsack, ja, dass ich nur vorne die Arme ein bisschen runterbringe, nach oben vor allem. Dann diesen Part, ich zeige das einmal Boxsack. Ja, Boxsack geht auch und geht mal in die Dehnung. Öffnen. So. Das war's schon. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß. Wir hatten alles nur Grundlagen. Wir werden das jetzt erweitern im Laufe der Zeit. Ja, darauf werden wir aufbauen, dass wir auch komplexere Techniken mal am Boxsack machen. Vielleicht dann auch mal komplexere Tipptechniken. Ja, freue ich mich drauf. Ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Training, auch wenn wir uns nicht sehen. Alles Gute, bleibt gesund. Tschüss.